Hallo meine lieben Sternfreunde, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Orakel von Delphi immer noch und erzähle euch heute etwas über den Vollmond. Und zwar den Vollmond vom 22. Juni 2024. Es ist ja der sogenannte Erdbeermond, der Juni-Vollmond. Denn auf der Nordhalbkugel unserer Erde ist jetzt Erdbeerernte. Das heißt, es ist eigentlich das erste Mal im Jahr, dass man eine richtige Frucht ernten kann. Der Spargel ist was anderes. Der war natürlich schon da, aber mit der Erdbeerernte beginnt die Beerenernte und die Fruchternte von Obst und Beeren. Also Erdbeeren. Danach dann Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren in all ihren Farben, süße Kirschen natürlich zwischendurch, saure kommen glaube ich ein bisschen später, dann Pfirsiche, Aprikosen und im Wald die Blaubeeren. Und so geht das ja weiter, weil ja soeben der Sommer begonnen hat. Das Lustige, was ich jetzt lustig finde, ist, dass dieser Erdbeermond meistens ein Steinbock-Vollmond ist. Und Steinbock ist ja nun nicht gerade der Vertreter der Üppigkeit des Lebens, sondern eher der Verwalter des Mangels. Aber die Sonne im Krebs strahlt ihn natürlich an und erinnert ihn an die Freude und die Leichtigkeit des Lebens, wenn es draußen warm ist und wenn die im Herbst oder Winter gesetzten Samen nun ihre leckeren Früchte tragen und am Wegesrand oder auch im Garten nicht nur gepflückt, sondern auch direkt gegessen werden können. Das finde ich persönlich ja immer das Allercoolste am Sommer, dass man so das halt immer so direkt. Die Sonne steht also im Krebs und der Steinbock Mond, also der Mond im Steinbock. Und sie sind sich gegenüber, wie man hier auf der Grafik ja sehen kann. Sie stehen sich gegenüber und die Sonne und der Mond auf dieser Achse stehen für das Thema, wo komme ich her, wo will ich hin oder was ist mein Zuhause, was ist meine Arbeit oder wie steht es mit meiner Familie und was, ne? Also unten, wo der Krebs ist, da ist die Sonne. Da ist die Familie, da sind die Wurzeln, die Heimat, unsere Ahnen, unsere innere Seele natürlich auch. Und auf der anderen Seite, wo der Steinbock ist, das ist, gehört in die gleiche Achse. Ja, das ist dann das größere Versorgungskonstrukt. Ja, die Familie gibt uns die emotionale Sicherheit und der Steinbock gibt uns die, ja, die soziale Sicherheit, ne, wie wir sie dann draußen in unserer Gesellschaft erleben, auch auf der politischen Ebene. Und ja, und die Sonne steht also somit praktisch auch für unsere grundsätzliche Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit und Ruhe und Familie. Und im Steinbock ist es für den Mond eigentlich eher schwierig, so richtig in die Gefühle tief hineinzugehen und sie wirklich zu spüren. Aber um diesen Prozess geht es. Und wenn die Sonne im Krebs, dem Mond im Steinbock gegenübersteht, dann leuchtet sie ihn an und sagt, hey, guck, das Leben ist nicht nur hart, das Leben ist nicht nur schwer, sondern es ist auch Entfaltung. Ja, und du bist immer so verantwortlich, aber aus der Verantwortung muss letzten Endes auch irgendwann Unabhängigkeit entstehen und Entfaltungsmöglichkeit. Und wer mit Mond im Steinbock geboren wurde, der weiß vielleicht, ne, hat vielleicht das Leben erlebt, so als erstmal so ein bisschen, ich sag mal, im Mangel oder irgendetwas war nicht so zugänglich, wie man es hätte gebraucht als Kind. Ja, und vielleicht auch, dass die Mutter ein bisschen strenger war oder dass man vielleicht gar keine Mutter hatte, auch sowas kann sein. Oder dass die Familie in Armut lebte oder so, das kann schon alles sein. Aber die Kompetenz, die ein Steinbockmond entwickeln soll, ist ja zuverlässige Gefühle, Zulassen von Nähe, ja, auch wenn man es nicht erlebt hat, vielleicht in der frühen Kindheit. Und auch ein Mondzyklus, der vom Steinbock-Neumond ausgeht, beinhaltet dieses Thema. Und wenn ihr mein Video zum Steinbock-Neumond
gesehen habe, denn erinnert ihr euch wahrscheinlich, dass das Symbol, auf dem das stattgefunden hat, Moment, hier, also dass der Neumond am 11. Januar diesen Jahres stattgefunden hatte und dass die, Moment, ich muss gerade mal kurz was wursteln, genau, und dass der Grat, auf dem der Steinbockmond damals war, das Symbol eines Staffellaufs hatte. Und beim Staffellauf ging es darum, dass es an der Zeit ist, sich dessen anzunehmen, dass vielleicht etwas jetzt abgeschlossen werden muss oder etwas neu begonnen werden muss. Auf jeden Fall, es ging um konkrete Entwicklungsmöglichkeiten und auch um konkrete Verantwortung. Ja? Und das kann man dann auch, ich sag mal jetzt, in so drei Altersklassen aufteilen, gerade wenn es um den Staffellauf geht, dann geht es ja um die Beachtung der Regeln des Wechselraums. Einer kommt angerannt mit dem Staffelholz, der andere übernimmt es und rennt aber währenddessen schon los, während der andere noch nicht ganz da ist. Ja, und dann wird die Staffel übergeben und der eine sprintet dann los und der andere, der das Staffelholz abgegeben hat, der läuft aus. Ne? Das heißt, der Prozess im Staffellauf zeigt sich halt schön, der Prozess, wie das eine in das andere übergeht, wie man eben Dinge übergibt. Man sagt nicht so, jetzt übergebe ich dir das und kehrt dem den Rücken zu und geht weg, sondern auch in einer Familie werden Traditionen übergeben, ne? Manchmal auch Glaubenssätze übergeben, Narrative und so weiter. Also schöne und auch nicht so schöne Sachen werden übergeben, aber auch in geschäftlichen Dingen, in gesellschaftlichen Dingen. Also unsere Evolution hat immer damit zu tun, dass etwas Altes irgendwann obsolet ist, gehen muss, aufhören will oder sonst was und dann übergibt einen Teil dessen, was wirklich bewährt ist, dann weitergibt an die Nächsten. Und somit ist halt auch hier die Frage, wenn du im Januar etwas neu begonnen hast oder vielleicht auch dabei warst, mit etwas Bestimmten abzuschließen oder etwas jetzt konkret mal in Szene zu setzen oder konkret an etwas zu arbeiten, dann ist jetzt der Vollmond dazu da, sich zu fragen, wie weit bist du jetzt? Bricht es schon durch, das, wonach du dich sehnst, das, was du jetzt unbedingt erleben, übernehmen willst? Und wie gesagt, es geht um drei Generationen auch. Denn bist du unter oder um die 35, dann bist du die oder derjenige, der das Staffelholz übernimmt und dann losprescht auf der eigenen Bahn in den eigenen Sieg oder zum eigenen Ziel. Wenn du um die 42 bist, dann ist gerade auch dieses Jahr das Jahr oder diese zwei Jahre ungefähr, wo der Uranus sich selbst gegenübersteht und das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess im Leben, weil es dann wirklich darum geht, innerlich und äußerlich wirkliche Unabhängigkeit zu erlangen. Und wenn du in meinem Alter zum Beispiel bist, also so um die Mitte 60er geboren bist, dann ist es die Situation, dass du jetzt die Läuferin bist, die das Staffelholz übergibt an die Nächste oder den Nächsten. Also es geht um das Delegieren, es geht um das Weitergeben. Und die Frage ist dann, wie weit bist du? Du kannst dir also zum Beispiel solche Fragen stellen, jetzt in dieser Zeit des Vollmonds. Auf welchem Mangel, aus welcher Erfolgslosigkeit, Verbitterung, Pflicht erhebst du dich gerade? Oder was hat im Januar begonnen, wo du gemerkt hast, so jetzt ist da etwas, eine Krise geht zu Ende oder etwas verändert sich total? Manches musste auch jetzt gerade erst noch in der Einsamkeit heranreifen. Ja, die einen sind aktiver, bei den anderen ist das ein Prozess, wo du jetzt erst im Vollmond merkst, wow, jetzt fange ich an zu verstehen
und danach erst das konkrete Handeln folgt. Ja, vielleicht ist aber auch das alles jetzt schon in diesen letzten 6 Monaten passiert und du kannst wirklich jetzt schon sehen, wohin es dich führen wird. Vielleicht aber bist du aber gerade am Anfang und du siehst zwar schon ein Licht am Horizont, aber du weißt noch nicht ganz genau. Also, deswegen ist es wichtig, sich auch zu fragen, was ist in der Vergangenheit bewährt gewesen? Was ist jetzt noch wichtig von all dem, was ich in der Vergangenheit an Ereignissen, an Erzählungen, an Entscheidungen und auch an Schicksalsschlägen oder so gehabt habe? Was ist für mich, für das Weiterleben und für das Weiterkommen vor allem wichtig? Das Konzept, was du vielleicht, an dem du dran bist, sollte jetzt auch zu etwas Brauchbaren oder vielleicht auch Lukrativen sich ausbauen lassen oder schon halt wirklich konkrete Form angenommen haben. Und es geht nicht nur um Business, auch wenn der Mond im Steinbock ist und auch wenn wir im Steinbock-Zyklus sind. Ja, es geht nicht nur um Business, es geht wie gesagt auch um die innere Seele, um die eigene Familie, um deine Heimat. Ja, es kann ja auch sein, dass du im Januar beschlossen hast, Ortschaft zu wechseln, umzuziehen. Berufswechsel vielleicht auch, aber vielleicht auch eben nicht, weil jetzt Rente ist oder so. Und, ne, oder so. Und du dann sagst, so, und jetzt ne, mache ich das, was mir gefällt. Kann ja auch sein. Ne? Und jetzt wäre das Moment, der Moment gekommen, da einfach für dich auf Bilanz zu ziehen. Wenn du jünger bist, ich sag mal unter und um die 35, dann geht es jetzt darum, dich Gedanken zu machen, ob du bereit bist, jetzt in deine Verantwortung zu gehen. Es kann sein, dass das Studium jetzt gerade zu Ende ist. Und in die Verantwortung gehen heißt ja nicht unbedingt, dass du jetzt sofort anfangen musst zu arbeiten. Das sage ich deswegen, weil die Sonne bei diesem Vollmond nämlich was anderes noch erzählt. Die erzählt etwas vom Überblick, ja, dass man den Überblick haben soll. Dass man sich nicht nur an dem Kleinen oder an dem bisher Erlebten festhalten soll, sondern auch einen Blick aus der Tür wagen oder vielleicht sogar hinauf in den Himmel steigen, um einfach mal das Ganze aus der Ferne zu betrachten und zu erkennen, was denn da genau jetzt konkret Sache ist. Und dann bist du bereit, das Staffelholz zu übernehmen. Daher kann nach dem Studium auch eine Reise vielleicht bedeuten, ich übernehme Verantwortung, indem ich mich jetzt mir nochmal eine Auszeit gebe und dann aber in die Vollen gehe und mir jetzt Gedanken mache, wo kann ich der Gesellschaft irgendwie mein Können kredenzen, wo kann ich der Gesellschaft etwas geben mit dem, was ich gelernt habe. Vielleicht braucht es dafür eine Auszeit. Also verwechselt Verantwortung nehmen nicht mit in eine gezwungene Pflicht hineingehen. Ja? Das muss ich alles auch immer erstmal gestalten dürfen. Wenn du um die 40 bist, dann kannst du dich auf jeden Fall fragen, wo stehe ich jetzt gerade? Wie gesagt, Uranus-Opposition ist jetzt gerade, darüber, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber kannst natürlich jederzeit, wenn du gerade in diesem Alter bist, deine Astrologin konsultieren und sagen, so jetzt, wo geht's jetzt hin? Ne, soll ich da noch bleiben oder gehe ich jetzt weg oder wie soll ich das gestalten und so. Nur sehr oft geht genau dieses Alter mit einem großen Umschwung auch im Leben einher. Und dann ist halt eine Beratung oder auch ein paar Coaching-Sitzungen sehr hilfreich, um nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren oder auch die Zuversicht zu verlieren. Genau, und wenn man dann jetzt um die 57, 58, 59 ist, geht es tatsächlich darum, das Staffelholz weiterzugehen. Gibst du denn jetzt dein Wissen und Können weiter? Bist du so weit? Bist du so weit, dass du delegieren kannst und dich so ein bisschen rauslösen kannst, um vielleicht noch verantwortungsvollere Positionen zu übernehmen, die aber vielleicht dann auch lukrativer sind? Genau. Ne? Also ich habe auch neulich schon gesagt, keine Angst vor Chef werden. Ja, wenn du in einem Betrieb bist, und du merkst, du hast da Bock drauf und es wäre jetzt wirklich an der Zeit, das jetzt auch noch mitzunehmen, bevor es in die Rente geht. Ja, dann ist das jetzt genau die Zeit. Dieses Jahr ist die Zeit. Darüber sprach ich ja schon oft bei den Jupiter-Anliegen, ne, in den Jupiter-Videos. Genau. Ja. Und
Somit sind diese Fragen etwas, was ihr mitnehmen könnt für euren Vollmond. Genau, den Überblick nicht verlieren. Es ist jetzt eine Zeit, in der wir, das sagt der Mond im Steinbock, denn er ist ja immer ein bisschen ernster als die Sonne im Krebs, die sagt, hey, verlier den Überblick nicht, nimm einfach ein bisschen Distanz auf, ja, schau nochmal rundum, damit du alles verstehst. Der Steinbockmond tendiert ja eher dazu, das, wie gesagt, den Mangel zu sehen und zu erkennen und manchmal auch zu sagen, es ändert sich sowieso nichts. Aber er steht auf dem Grad, auf dem zweiten Grad im Steinbock und will einfach jetzt die Zeit, in der er lebt und spürt, dass es wie ein gebrochenes Fenster sich anfühlt. Das heißt, wir sind im Moment schon seit ein paar Jahren ja sowieso in so einer Zeit des Umschwungs und jetzt sind noch ein paar Kriege dazu gekommen. Wir fühlen uns vielleicht selber wie die Gesellschaft, die Weltgesellschaft sogar, würde ich behaupten, auch durch die Klimakrise, fühlen wir uns eigentlich wie in so einer gesellschaftlichen Entropie. Und Entropie heißt, ein Aggregatzustand, also nehmen wir mal einen Eiswürfel oder einen Butterbrocken oder so, verändert durch Wärmezufuhr zum Beispiel oder durch Reibung oder halt eben durch andere äußere oder auch innere Einflüsse, verändert es seinen Aggregatzustand. Ne? Und ein Eiswürfel zum Beispiel wird immer erstmal innen flüssig. Das ist ganz komisch. Ne? Also es wird innen so ein bisschen flüssig und dann geht es erst so richtig nach außen. Und auch wenn man den sich auflösenden Eiswürfel wieder sofort wieder schockfrosten würde, es wäre trotzdem nie wieder ein Eiswürfel. Dann hätte man so einen Teil Würfel mit so einer Lache, so einer vereisten Lache. Ja, das heißt, Entropie heißt, etwas verändert sich und kann sich dann auch nicht wieder einfach zurückverändern. Und das ist das, was wir jetzt aber tatsächlich erkennen müssen. Die Zeit verändert sich. Wir sind in dem sogenannten, immer wieder beschworenen, epochalen Wandel. Wir haben uns aus der Erdepoche in die Luftepoche hineinbegeben. Der Pluto ist jetzt wieder da, wo er das erste Mal war, als die ersten, sage ich mal, demokratischen Bewegungen stattgefunden haben bei uns Menschen. Und ja, und es ist halt so eine Art, ja, die einen freut das, so von wegen, ja, die Zukunft wartet auf uns, ne? Den anderen macht es Angst. Und während dieses Prozesses der Veränderung haben sich aber eben mehrere kleine Mikrozustände sozusagen entwickelt innerhalb des Systems. Und die sind manchmal aggressiv, manchmal voller Liebe. Sie sind manchmal aus Verschwörungserzählungen heraus entstanden oder aus Neid und Missgunst, vor allem aber aus Angst, wenn es die, ich sag mal, negativen sind. Wenn es die voller Liebe sind, dann haben Menschen angefangen, sich der Angst zu öffnen und zu sagen, ja, wir wissen nicht, was kommt, aber wenn ich mit Liebe da hineingehe, und das ist zum Beispiel meine Art, wie ich das ansehe, wenn ich mich mit Liebe dem öffne, dann kann es eigentlich nur gut werden, wenn ich damit andere auch anstecke und mitnehme in dieser Liebe, in diese neue Zeit. Auf jeden Fall ist eine Unordnung da, so wie diese Moleküle vom Eis während des Schmilzt oder auch bei der Butter ist das ähnlich und es gibt viele verschiedene andere Beispiele aus der Chemie, in der man das halt nachempfinden kann. Und es ist aber so, dass vieles dadurch halt, gerade die so aus der Furcht sich eigentlich anbinden an diese kleinen Mikrosysteme, Nebenschauplätze oder auch Parallelgesellschaften oder so, die agieren sehr oft eigentlich aus der Angst vor der Zukunft. Ja? Also wir sind in dieser Veränderung und trotzdem schreien dann viele
Wir wollen zurück in die alte Zeit, die gute alte Zeit, die war ja so schön. Aber die gute alte Zeit ist was total Subjektives. Denn, also das kann man ja schon sagen, wenn ein Kind in seiner Kindheit ein schlimmes Leben hatte, dann vergisst es das gerne und sagt, scheiß auf die gute alte Zeit, das war eine scheiß alte Zeit, entschuldigt das Wort. Ja, wenn ein Kind eine Familie hatte, wo es sich immer geborgen und sicher gefühlt hat und vielleicht auch gereist wurde oder sonst irgendwas, dann sagt man, ja klar, die gute alte Zeit. Und so kann man das natürlich auch gesellschaftlich, politisch und so weiter sehen. Es gab nie eine gute alte Zeit. Ja, es ist immer Veränderung. Aber es ist natürlich jetzt eine ganz besonders starke Veränderung. Und das müssen wir wahrnehmen. Und das gebrochene Fenster nicht als etwas ansehen, was ja alles zerstört oder so, sondern ein gebrochenes Fenster, ein zerschlagenes Fenster, wie man das hier sieht, kann man wieder reparieren. Wobei, wenn es so ein altes ist, wie dieses mit dem Saturn, ne, da muss man dann schon Meister dran lassen, die das wieder reparieren, die das auch gelernt haben mit der alten Bleiglaskunst oder so, das halt wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt, ohne große Anstrengungen lässt sich etwas, was kaputt ist, nicht unbedingt wieder reparieren oder wieder in die gute alte Zeit zurückführen. Und darum geht es hier bei dem Vollmond. Das ist das, was der Mond uns gern sagen möchte. Aber die Sonne, die sagt, ja, es ist richtig. Je mehr wir aber den Überblick unsere behalten und unsere Wahrnehmung erweitern, das erzählt die Sonne auf dem zweiten Grad in Krebs, dann werden wir auch durchkommen durch diese Krise. Bevor du also eine Meinung zu einer Position, zu etwas, zu einer Sache hast, ja, bevor du eine Meinung dazu oder eine Entscheidung dazu machst, ist es immer wichtig, dass bevor du diese Entscheidung triffst, dass du vorher dein Verständnis dazu erweiterst, also den sogenannten Faktencheck machst. Bevor du eine dumme Entscheidung triffst, denk nach und informiere dich einfach gut. Ja, und wäge ab, ja. Schau immer ganz genau, wer hat mir das erzählt, was ist deren Hintergrund, was ist sozusagen der Aufbau, den die haben, denn jeder erzählt immer nur aus seinem eigenen Erfahrungsuniversum. Und deswegen musst du für dich natürlich dein Erfahrungsuniversum erweitern und nicht nur das fressen, was dir vorgeworfen wird, so als Bröckchen und dann sagen, oh ja, oh ja, oh ja, das stimmt, wenn es aber eigentlich gar nicht dein wirkliches ist, sondern nur einfach erscheint im Moment. Ja, denn wer es sich jetzt zu einfach macht und denkt, wenn ich nicht hingucke oder die Klappen zumache, dann kommt die neue Zeit schon nicht, dann das wird nicht funktionieren. Aber das wisst ihr natürlich alle. Ihr seid ja alle schlau. Ne? Das heißt, ich muss, um eine Situation richtig einschätzen zu können, muss ich auf der einen Seite Distanz haben, aber ich brauche auch bodenständige Überlegungen und nicht irgendwelche Fantasien oder Verschwörungserzählungen, die lediglich dazu da sind, damit wir uns beängstigen lassen und dann aus der Diffusion oder aus dem Gefühl der Furcht heraus urteilen und entscheiden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da immer mal wieder so Distanz aufnehmen, nach oben fliegen, uns das Ganze nochmal angucken. Ja, den Gesamtkonstrukt. Und für mich zum Beispiel heißt das Ganze auch immer, geh auch nochmal in die Geschichte. Schau, ob es vergleichbare Momente gibt. Was war damals so und was ist heute anders? Denn Evolution ist immer so wie unsere DNA-Spirale, ne? Ist immer so. Und die Dinge wiederholen sich zyklisch, aber immer in einer etwas anderen Art. Und je mehr du dabei lernst bei jedem Zyklus, umso voller, üppiger wird der nächste dann mit Dingen, die du, ja, Dinge, die dich erwarten, schöne Dinge, die dich erwarten. Wenn du aber eben weiterhin gar nicht erst da oben hinfliegst in den Himmel, weil du Angst hast und weil du lieber nur am Boden bleibst und aus deinem kleinen Bodenuniversum schaust, ja, dann wirst du irgendwann ein Gefühl der Machtlosigkeit haben, was man ja auch sehr oft hier erlebt zwischen
Volk und Politik. Ja, so ein, auch so ein Vorwurf von die da oben, ich hier unten. Ja, aber das ist, das kommt aus einem eigenen Gefühl der Machtlosigkeit oder des eigenen Versagens. Und das eigene Versagen deswegen, weil man irgendwann zu irgendeiner Zeit nicht mit auf den Zug gestiegen ist, der in Richtung Zukunft ging, sondern gesagt hat, ah, ist mir egal, lass vorbeifahren. Die Jungen, so, sollen die doch machen, ich bleib hier. So, ne? Das ist in gewissem Sinne, also ich sag mal, meine 91-jährige Mama, die darf das. Die darf sagen, ich muss nicht mehr alles mitmachen. Aber wir, die wir noch voll im Leben stehen, ja, die dürfen jeden Tag noch was lernen. Und sogar meine Mama mit 91 Jahren, 21, genau, manchmal ist sie wie 21. Meine liebe Mama mit 91 liest wie ein Bücherwurm und erzählt immer wieder Sachen, wo ich denke so, wow, krass. Die lernt jeden Tag was Neues und das ist das, was wir können. Das ist so cool. Ich finde das so cool, dass wir dieses Brain haben, was jeden Tag was Neues lernen kann. Und jeden Tag in der Lage ist, sich auch zu distanzieren aus den eigenen Gedanken. Denn wenn wir das nicht tun, berauben wir uns einfach unserer eigenen Entscheidungsfreiheit. Wir berauben uns einfach selbst. Und für Wachstum und Entwicklung braucht es ein optimales Selbstmanagement. Und natürlich auch die Berücksichtigung, ja, des Spiels, des Prozesses, dessen, was halt ist, der Variablen, die da auch entstehen können. Der Veränderung, die halt dann eben nun mal so ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und je mehr du praktisch dieses Denken in deine eigenen Einzelschritte auch einbeziehst, umso größer wird deine eigene Fähigkeit, dein Potenzial voll und ganz auszunutzen und die Welt so zu gestalten am Ende, wie du sie gerne hättest. Wie sie auf jeden Fall zu dir passt. Und dabei meine ich natürlich nicht, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, ungeachtet dessen, wie es den anderen geht. Das hat noch nicht einmal Pippi Langstrumpf gemacht, obwohl das immer sehr Vorwurf gewesen sei. Wenn man Pippi Langstrumpf jemals gelesen hat, dann weiß man, dass das ein unglaublich altruistisches Mädchen gewesen ist. Also natürlich eine Erfindung, aber ein Mädchen, das immer alle arme Ohren und alles offen hatte für alle anderen Kinder auch, ja. Genau, und das heißt, die Welt so zu machen, dass sie so wird, wie sie dir gefällt, heißt aber eben vor allem, die Welt so zu machen, wie sie deinem Herzen entspricht. Und damit dein Herz auch für andere zu geben, sodass alle an deiner Herzenswärme teilhaben können. Und deswegen ist es halt wichtig, statt dich zum Beispiel im Ärger zu verstricken, der Details oder in dem Ärger über zerbrochene Fenster, die halt nicht mehr reparierbar sind, ja, ist es viel, viel wichtiger, dass wir diesen Gesamtüberblick und einen uneingeschränkten Überblick über das Ganze, was wir Leben nennen und vor allem das, was außerhalb unseres eigenen Gartenzauns unserer eigenen vier Wände passiert, dass wir uns das erlauben. Und was mir dazu dann gestern einfiel, als ich das zusammengeschrieben habe, war Peter und der Wolf ist ein wunderbares Beispiel dafür. Also, wenn ihr so ein bisschen nachempfinden wollt, was das heißt, Überblick behalten, der Gefahr trotzen, ein bisschen was wagen und aus dem Gartenzaun heraus in den Wald zu gehen, dann hört euch doch einfach nochmal Peter und der Wolf an. Weil der macht genau das. Ja, er ist neugierig, geht raus. Der Großvater, der sagt dann, geh nicht raus, schließ das Gartentor ab. Ne? Und dann der Wolf und so. Und dann geht Peter raus und natürlich kommt der Wolf, ist ja klar. Und er will, wie gesagt, der Wolf wird ja immer noch gerne als böse Gestalt auch dargestellt. Natürlich ist er nur ein hungriger Wolf, ist ja klar. Jedenfalls Peter schafft es dann, indem er auf den Baum steigt, ja, und mit Hilfe von Katze und Vogel, die den Wolf irritieren und ärgern und durcheinander bringen, dazu führen, dass Peter, der oben auf dem Baum ein Seil festgebunden hat, es schafft, den Wolf wie mit einem Lasso sozusagen zu fangen, weil er abgelenkt ist. Ja? Und dazu brauchte Peter eben diesen
Überblick auch. Ja, ich meine, die Idee hatte er ja schon vorher, das erinnere ich noch, aber er hat es eben aus dem Überblick, er konnte die Bewegung des Wolfes ja auch viel besser sehen, als er da oben auf dem Baum war. Und dann hat er sich zwei Widersacher zur Hilfe genommen, den Vogel und die Katze, ja, die immer eher darum bemüht waren, nicht zu nah beieinander, zumindest der Vogel, nicht zu nah bei der Katze zu sein. Ja, und daher, also Peter und der Wolf ist eine wunderbare Geschichte, die dieses Thema von Überblick und wie gehe ich mit den neuen Gefahren um, der Wolf ist ja für Peter in dem Moment eine neue Gefahr, ja, ein wunderbares Beispiel, das man als Gleichnis nutzen kann. Genau, und ja, das ist das Thema des Vollmonds. Und ich möchte euch jetzt gerne einfach noch einladen, eine kleine Minute, nein, nicht eine Minute, zwei, drei Minuten in der Stille, alles das, was ich erzählt habe, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, zu lassen. Es ist keine Meditation heute, sondern einfach in dem Video ein integriertes Ruhemoment, wo ihr einfach nochmal nachwirken lassen könnt, was das Thema dieses Vollmonds für euch bedeutet und auch über die Bilanzfragen, die ich hier gleich nochmal ganz kurz einblende, euch Gedanken machen könnt, um für euch klarer zu sehen, wo geht es jetzt hin als nächstes für die nächsten 3,5 Monate. Ne? Ich rechne immer im Großzyklus, ja, aber man kann auch sagen, wenn ihr gerade so kurz vor Abschluss seid und ihr wollt jetzt bis zum nächsten Neumond, also bis zum Neumond in Krebs, dann das Ding auch fertig haben, dann geht es natürlich um die nächsten 10 Tage und für größere Entwicklung halt ungefähr die nächsten 3,5 Monate. Genau, also werde ich jetzt meinen Mund zuschließen und euch nochmal die Bilanzfragen zeigen und ein bisschen Stille. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns vielleicht morgen, also am Sonntag, den 23. morgens von 11 bis 12 im Stream sehen. Dort könnt ihr eure Fragen auch zum Vollmond loswerden, die sich auf euer Horoskop beziehen. Ja, kommt einfach dahin und dann treffen wir uns im Chat und dann gebt ihr mir eure Grunddaten oder sagt mir Sonne da, Mond dort und so, wo stehe ich jetzt gerade, Aszendent ist dann natürlich auch wichtig, um zu schauen, auf welcher Achse bei dir der Vollmond gerade stattfindet und vielleicht was da noch an Zusatzthema individuell auf dich abgestimmt, auf dich wartet. Okay, also dann.